Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns ein Achievement angucken, das bei diesen Kletterwänden spielt. Und dazu habe ich mir was Schönes rausgesucht und zwar heißt es 10 Spannung. Und was müssen wir dafür machen? Meidet während der Kletter-World-Quest 50 Gefahren mit Hilfe der Stachelstollen. Und wie wir das abschließen können, will ich euch jetzt mal erklären. Als allererstes müsst ihr einmal mit eurem Char die Kampagne komplett durchspielen, um dementsprechend World Quests zu kriegen. Denn das Ganze findet immer bei World Quests statt und das sind halt diese Kletter-World Quests. Wenn ihr die World Quest freigeschalten habt, heißt eure komplette Kampagne hier durchgespielt habt in Dragonflight und dann dementsprechend noch ein wenig einen Ruf gefarmt habt, und zwar bei der Drachenschuppen-Expedition, müssen wir einmal auf einen Ruhm von 6 kommen. Dann schalten wir nämlich diese extra World Quest frei und das ist hier einmal Expeditionskletterer und dann kriegen wir alle 3,5 Tage quasi neue Kletterquests. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr aber dann auch noch was skillen, und zwar wenn ihr bei dem NPC in der Expedition im Expeditionslager seid, wo ihr dieses Klettern dann dementsprechend auch freischaltet mit Ruhm 6, gibt es einen kleinen Skillbaum. Den können wir uns auch portabel mitnehmen, hier mit diesem Paket. Und da braucht ihr dann natürlich das erste, um das Klettern zu können, aber auch das zweite, die Stachelstollen, dass wir diese Fähigkeit einsetzen können. Diese ganzen Skillsachen, die ihr hier seht, die kosten alle diese Ressourcen, also Vorräte der Dracheninseln. Da braucht ihr dann ein paar von, aber so teuer ist es auch wieder nicht. Genau, und wenn wir das dann haben, dann begeben wir uns zu einer beliebigen Kletterquest. Ich bin jetzt hier im dritten Gebiet, im azurblauen Gebirge auf den Koordinaten 8, 20, 40. Es kann aber sein, dass die bei euch nicht ab ist und dass ihr halt dann irgendwo anders eine Kletterquest in einem der anderen Gebiete suchen müsst. Das geht aber in allen. So, dann müssen wir dementsprechend hier einmal die Ausrüstung mitnehmen. Und jetzt seht ihr, in der Leiste unten habe ich verschiedene Fähigkeiten, die ich benutzen kann. Und wir suchen uns jetzt einfach da oben eine Ziege. Jetzt muss ich mal gucken, das können wir auch noch mitnehmen. Seht ihr, da oben ist eine Ziege. Und die Fähigkeit liegt jetzt hier bei mir auf dem ersten Button. Dann gehen wir zu der Ziege hoch, drücken die einmal und dann können wir Angriffe abwehren. Und wir können immer 2 Angriffe abwehren. Danach hat das Ding 6 Sekunden Abklingzeit und ihr könnt dann halt wieder hin, wieder Angriffe abwehren und dementsprechend so das Achievement voll machen. Ich habe schon ein bisschen was vorgefarmt, wie ihr gesehen habt. Und dementsprechend hatte ich nur noch 2 offen. Das macht ihr insgesamt 50 Mal. Könnt ihr natürlich so machen, wie ich das gemacht habe. Immer wieder zu der gleichen Ziege hin. Und dementsprechend das in einem Aufrutsch. Oder ihr wartet, wenn ihr die World Quest hier eh für die anderen Erfolge öfter machen müsst. Dementsprechend, dass ihr es dann so nach und nach mitnimmt. Mehr ist es tatsächlich nicht. Durch dieses Skill-System könnt ihr noch mehr Skillungen freischalten. Zum Beispiel mit diesem extra Händchen, was ich da auch hatte. Da gibt es übrigens auch noch einen Erfolg für. Und ja, den werde ich euch dann aber beim nächsten Mal zeigen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.